und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere. Wir beginnen hier natürlich erst einmal mit dem Training. Und wenn hier erstmal ein paar Spieler aufziehe, ja. Och, keins müssen wir mal trainieren, den Österreicher. Wo ist er denn noch nicht so gut? Hier El Rondo. Wir hatten perfekte Vorlagen. Machen wir auch mal mit ihm, wie mit Edwan. Dass er da so ein bisschen sich verbessert. Kirchhoff nehmen wir jetzt auch mal wieder. 1 gegen 2. Wir nehmen... was lohnt sich denn eher? Wir nehmen mal Lamine Sané wieder. Und machen El Rondo. Und zu guter Letzt nehmen wir den guten Wiedwald, der sich ja beschwert hat, die letzten Spiele nicht gespielt zu haben. Und simulieren. Oder stimulieren, wie man so schön sagt. Attribute ein bisschen verbessert. So muss das laufen. Ja, das nächste Spiel, es steht an, ist in der Champions League. Wir spielen in der Champions League. Erstmal hier Pressekonferenz. Motivieren, eindeutig. Genau, wir haben kein Budget. Mit Reece Oxford haben wir jetzt verlängert. Wir wollen aber auch sehr, sehr gerne mit Augustinsson. Brauchen dafür erstmal ein bisschen mehr. Machen wir mal so. So sieht das doch eigentlich ganz okay aus. Und Augustinsson. So. Er will 2 Jahre. Wir machen mal 3 Jahre. Und 55 essentieller Stammspieler. Das müsste dann auch eigentlich ganz gut klappen. Bei den anderen Spielern schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Wie gesagt, weil FIFA 18 kommt ja auch irgendwann. Wir werden einfach mal schauen, wie viele Saisons wir schaffen. So, Champions League steht an und ich habe mir schon so Gedanken gemacht. Wir werden zum 4-5-1 wechseln. Hallo? So, mit Hahn im Sturm. Gnabry, Pulisic. Und hierfür nehmen wir den guten Kirchhoff. Er kann jetzt auch mal sein allererstes Spiel spielen. Aguirre, Sané, Vallejo, Augustinsson. Hier würde ich jetzt... Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich würde gerne Lafont eigentlich lassen. Also er ist wirklich meine Nummer 1. Und ja. Ich würde Edouard sehr gerne mitnehmen. Ich würde auch sehr gerne hier Garcia mitnehmen. Ein bisschen so für die Erfahrung. Diane haben wir ja theoretisch auch noch. Ich möchte Pulisic eine kleine Pause gönnen. Dafür Bartels einspielen mal eben. Ja, und Seferovic. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und dann würde ich sagen... starten wir direkt mit der Champions League und ich freue mich riesig, mit Bremen in der Champions League zu spielen. Also, das wird schon geil. Das wird richtig geil. Anders kann man es nicht sagen. So, Auswärtstrikot, Alter, Weltklasse. Bam, gib ihn. Mit Vallejo in der Innenverteidigung. Also, den muss man eigentlich spielen lassen, den Jungen. Ist eigentlich wirklich so. Wir machen im Moment sehr viel mit Gnabry. Lol. Und wieder Schuss. Hatten wir das letzte Mal auch so. So, dann kann die Champions League losgehen. Wir sind im Estadio Vicente Calderón.
Oh, das wird jetzt was mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Ist auch besser so, weil so können wir zum einen die Formation mal so ausprobieren und mal gucken auch, wie Kirchhoff und Delaney gemeinsam harmonieren. Da haben wir gerade Gamero, Carrasco. Also Atletico ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Team. In der Champions League, wenn die Folge online kommt, ist ja jetzt muss ich mir selbst überlegen. Ah, okay, es ist Donnerstag. Das heißt aber, Atletico hat jetzt in der Champions League gespielt und zwar gegen Leverkusen. Das wird für Leverkusen ganz, ganz schwer. Mit Glück könnte Leverkusen was schaffen. Ich glaube aber eher, dass Atletico gewinnen wird und sich auch in beiden Duellen eher durchsetzen wird. Aber in der Champions League ist es so immer Überraschung gut. Da sind viele Mannschaften immer für Überraschung gut. Man sieht zum Beispiel an Benfica Lissabon, wo ich mich richtig gefreut habe für die, dass sie gegen Dortmund gewonnen haben. Klar, für Deutschland ist es gerade nicht gut. 5-Jahreswertung und auch eben für die Punkte. Dennoch hat Spanien jetzt aber auch nicht viele Punkte geholt in den Spielen. Bayern hat gewonnen und Schalke hat gewonnen. Gladbach und Dortmund haben beide verloren. Also, noch voll wieder. What the fuck? Okay. Ruhig stehen. Wir wollen ruhig stehen. So. Vilene. Gamero. Schön. Da war Jumusewitsch, aber da wollte der Ball irgendwie nicht hin. Boah. Boah, Mann. Da kann ich gerade überhaupt nichts machen. 1-0 Atletico Madrid durch Kevin Gamero. Ah, Mann, ey. Da stand ich gerade überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Na, da ist der Verteidiger weitergegangen an Lafont, den Ball vorbeigeschoben. War schon stark gespielt. Schade, schade. Nur mit zwei Stürmern ist es natürlich sehr risikoreich, wenn wir natürlich mit einem Seferovic jetzt nicht gerade so nicht so erfolgreich sind. Oh, das war gerade eine richtig schnelle Antwort. Wir stehen da mit sehr viel Mann hinten. So, Vallejo. So, sorry. Muss ich da mal eben ganz kurz Pause machen. Aus dem Grund. Da hat meine Tür geklopft. Beziehungsweise da ist die Tür mal eben kurz aufgegangen. Okay. Nur nicht aufgeben. Das ist wirklich hier die Devise. Das ist eine Ecke für uns. Das ist ganz gut. Na, aber das ist jetzt Abstoß. Schade, schade. Das war, glaube ich, die Lenny mit dem Kopf. Ey. Ey, komm. Also, ich frage mich, wonach die manchmal wirklich da Fouls bewerten. Weil, guck mal, das ist ein Foul. Und ich habe da ganz klar Ball gespielt. Und deswegen kann ich das halt wirklich sehr oft nicht nachvollziehen. Boah, Bartels, was ist los mit dir? Ich habe dich jetzt extra aufgrund deiner Erfahrung eingesetzt.
aber du spielst gerade richtig grottenschlecht. Oh, Kirchhoff, nice, aber da verliert er den Ball. So, Villene. Boah, da wird Lusewitsch stark bedrängt. Kirchhoff, Lusewitsch, Delaney. Da kommt man nicht durch hinten. Das erinnert mich damals an diese Saison, wo Atletico ins Finale gekommen ist, das erste Mal gegen Madrid gespielt hat, wo sie auch als Favorit da schon gelten. Und ich wollte nur sagen, und stehe da einfach wie so ein Bollwerk, aber das ist der Ausgleich. Das war mega schön. Aguirre, langer Pfosten. Und Oblak konnte den Ball da nicht sehen. Schön von André Hahn. Da geht er mit dem Kopf hin. Mit dem Kopf. Warum sage ich im Moment Kopf? Der Kopf, der Kopf, der Kopf, der Kopf. Ah, da bekommt. Wie habe ich da jetzt? Warte, habe ich nachträglich Geld bekommen? Nee, der. Okay. Hat der? Warte, das will ich jetzt mal eben schnell gucken. Warte, warte. Hat er jetzt wirklich. Ja, okay, der hat nachträglich Geld bekommen, Fernandes. Ja, okay, das finde ich gut. Und das war ja auch wirklich ein Foul da eben. Oh komm, ganz ehrlich, das ist Körpereinsatz. Schreibt mir in die Kommentare, das ist doch auch für euch sowas von. Ist das euer Ernst? Und das kann doch nicht sein. Was war das denn für eine Abwehrarbeit von Lafont auch? Mein Verteidiger köpft da nicht, obwohl ich köpf. Was war das denn? Wer war das? Augustinsson. Okay, der ist jetzt auch nicht Kopfballstark. Aber da muss man doch besser hingehen. Oh Junge. Das war gerade ganz scheiße verteidigt. Oh, warum passe ich so? Oh, jetzt gerade läuft nicht. Das war richtig gut gespielt. Kirchhoff und Junusovic, der Abschluss war aber, ja, der war nicht gut. Hätte ich vielleicht ein bisschen doller, vielleicht ein bisschen kräftiger, ein bisschen gezielter schießen müssen. Na, da dachte ich eigentlich, ich stehe da schon optimal. So ist jetzt Gnabry gegen Saúl Ñíguez. War das nicht der Name? Saúl Ñíguez? Kennt zwar. Die Spieler aber nicht unbedingt jetzt alle auch mit Vornamen. Gnabry. Ich bin ganz klar gerade nach oben gelaufen. Please. Was war das denn gerade? Und der läuft einfach wirklich mitten in den Gegner rein. Es ist ja klar, dass man den Ball verliert. Foul. Das ist ein Foul! Willst du mich verarschen? Ey, komm, das ist Körpereinsatz. Als ob die nichts von Körpereinsatz kennen. Also, schreibt mal wirklich eure Meinung darüber in die Kommentare. Also, das würde mich wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Weil ich finde, FIFA sollte authentisch sein. Klar, es gibt immer Spieler, auch ich gehöre mit dazu, und das gebe ich auch sehr gern zu, die sich über viele Situationen in FIFA aufregen. Aber man sollte schon sehr viel da reinbringen, dass das auch realistisch rüberkommt und nicht so wie so ein Pipifax einfach. Also das ist einfach dumm. Halbzeit, 2-1 liegen wir hinten, wir haben ein Tor erzielt.
damit können wir zufrieden sein. Das 2-1 war sehr lächerlich, war dumm, dumm verteidigt und sehr schlecht von meiner Abwehr. Das muss besser werden. So, Brügge führt gegen Porto. Spielen ja auch in unserer Gruppe mit. Das ist sehr gut auf jeden Fall zu wissen. Barcelona führt gegen Benfica. Bayern führt 2-0 gegen Ajax. Gala Neapel 0-0. Man City 1-0 gegen Zenit. Anderlecht Man United 1-1. Und Moskau führt 1-0 gegen Lyon. In der Champions League müsste ja auf jeden Fall Dortmund noch mit sein. Die spielen ja dann demzufolge morgen. Weil hier ist das ja ein bisschen anders als in Realität. Ah ne, ach, das ist gar nicht, sorry. Schade. Oh! Nein, oh, da waren gerade richtig viele Chancen, den Ball zu nehmen. Und einfach abzuziehen. Na, das war gerade nicht gut. Ja, das war ein Foul, okay, das gebe ich zu. Es ist halt dieses Kurzpassspiel. Ja, ich hätte nicht die ganze Zeit mit Hahn laufen können sowieso, deswegen ich musste passen. Na, jetzt der ein oder andere sagt, warum bist du nicht weitergelaufen? Aber das hätte nichts gebracht. So, Milosevic auf die Lenne. So, aber da ist dann auch schon wieder dicht. Agiere. So, Kirchhoff. Hä? Da habe ich nie im Leben hingespielt. Da wollte ich doch nicht mehr hinspielen. Ich habe nach oben gepasst. Wo passt der hin? Boah, sowas regt mich einfach auf. Wenn die nicht das machen, was einer macht. Und das sind halt so diese kleinen Sachen, die ich sehr gern möchte, dass EA diese Bugs oder halt diese... Boah. Gehen halt schon auf sehr frühes Pressing. Aber dass die das halt so ein bisschen fixen. Ich hoffe. Milosevic. Oh, das war Kirchhoff. Oh mein, wie ärgerlich. Ah, wir müssen eigentlich wechseln, da ich Bartels richtig schlecht finde. Und wir bringen einfach mal Edouard und mal gucken, was der Junge uns so zeigen kann, wie gut er ist. Wie er im Training aufgepasst hat, dass er sich mehr durchsetzen soll. Das ist sogar so ein Kandidat. Wir haben ihn ja nur ausgeliehen, den wir sogar theoretisch zur nächsten Saison verpflichten könnten. Oh, komm! Na! Schön. So, agiere. Ha! Schöner Angriff. Das war ein richtig schöner Angriff. Nicolas Gaetan. Oh, komm schon. Man muss doch nicht jede Kleinigkeit wirklich pfeifen. Das ist unnötig. Oh, Gabi für Fernandes. Jetzt kommt noch so ein Mittelfeldgarant, wo man schwer vorbeikommt. Ey, komm schon. Da habe ich nie im Leben wieder hingespielt. Was soll denn das? Jetzt läuft hier gar nichts mehr. Hier passt gar nichts mehr, weil das einfach so ein Abwehrriegel ist. Klar, die kommen nach vorne.
Aber hinten, man kommt da dann auch null durch, obwohl da jetzt nur so wenige sind. Aber wir kriegen es einfach nicht hin, einen vernünftigen Angriff zu starten. So, komm, jetzt vielleicht. Da steht immer einer. Wir kommen da nicht durch. Ah, man muss den Ball schon auch ein bisschen doller schießen davor. Vielleicht wäre es wirklich schlauer gewesen, hier so ein Droppen oder Wiedwald eher einzusetzen aufgrund deren Erfahrung. Lafont ist jung. Mann! Oh, das regt mich ja schon wieder einfach auf. So, das Ding ist, wir haben halt jetzt auch nicht so viele Spieler für die Offense. So. Würde ich sehr gerne Delaney und bring dafür den Nevis. So, ne, warte mal. Delaney hat etwas mehr. So. Wir nutzen jetzt unsere zwei letzten Wechsel noch aus. Die wechseln aus. Es steht nur 2-1. Das heißt, es ist wirklich, ja, wirklich noch nichts verloren. Wirklich noch nichts, wirklich noch nichts, wirklich noch nichts verloren. Das ist eine Ecke. Ich glaube, das dürfte noch eine Ecke geben, oder? Oh ja. Noch eine Ecke. Oh, erinnert mich an Liverpool. Nein, wie schieß ich? Das ist dumm, Daniel. Oh Mann. Schön agiere. Agiere spielt richtig gut. Also der macht sehr viele Vorstöße nach vorne. Versucht sehr, sehr viel sich da einzubringen. Also das finde ich richtig schön. Oh, scheiße, das war grad dumm von mir. Oh. Totaler Angriff. Ein Einchen. Und da ist es! Da ist es! Jawohl! Der letzte Angriff. Boah, ey, hab ich noch mal Schwein gehabt. Schnellst rückstellen. Defensiv. Komm schon, kannst du nicht abpfeifen? Ja! Jawohl! Boah, das war eine sehr nervenaufreibende Partie. Das erste Spiel in der Champions League und wir schaffen ein 2-2 in Madrid gegen Atletico. Ein richtig grandioses Spiel mit sehr, meiner Meinung nach, fragwürdigen Fouls und ja, würde mich mal eure Meinung interessieren, also wie ihr das auch so insgesamt findet, weil ich finde das halt sehr kleinlich oft gepfiffen einfach oder die passen halt nicht dahin, wo ich will oder wo ich hinpasse eigentlich. Sehr schöne Partie, ich hoffe, euch hat es gefallen.
Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.